Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 7. HWPA Forecast. Heute geht es um das Thema Wohnen, Bauen und die Lage an den Wohnungsmärkten in Deutschland. Die ist bekanntlich sehr angespannt. Die Mieten in den städtischen Ballungsgebieten liegen bei 10, 12, zum Teil sogar bei 15 Euro. Die Warteschlangen bei den Besichtigungsterminen sind inzwischen schon Legende und die Preise für Kaufimmobilien gehen geradewegs durch die Decke. Es brodelt am Wohnungsmarkt, es muss etwas geschehen. Deswegen haben alle Parteien in ihren Wahlprogrammen für die Wahl zum Deutschen Bundestag das Thema Wohnen entsprechend prominent aufgenommen, so auch die Grünen. Und deswegen freuen wir uns, jetzt sprechen zu können mit Chris Kühn, Bundestagsabgeordneter aus Tübingen und Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Wohnen und Bauen. Schönen guten Tag, Herr Kühn, hallo. Hallo, freue mich, bei Ihnen zu sein. Ganz herzlichen Dank. Ja, Herr Kühn, die Große Koalition war ja, was das Thema Wohnungsbau, Wohnungspolitik angeht, in der zu Ende gehenden Legislatur nicht völlig untätig. Nehmen wir drei Stichworte. Die Mietpreisbremse wurde verlängert, Bauland soll verstärkt mobilisiert werden und der Betrachtungszeitraum beim Mietspiegel wird immerhin von 4 auf 6 Jahre verlängert. Sie sprechen trotzdem vom Totalausfall der Wohnungspolitik der Großen Koalition. Warum? Was haben Sie zu bemängeln? Na, erstmal hat die Große Koalition ja ihre selbst gesteckten Ziele gar nicht erreicht. Also sie haben 1,5 Millionen neue Wohnungen versprochen, um den Markt zu entlasten. Die sind nicht entstanden in dieser Zeit. Gleichzeitig sind die Angebotsmieten weiter deutlich gestiegen. Und wenn Sie sich die Studien anschauen zum Verhältnis Kaufkraft und Mietentwicklung, dann klafft hier immer eine größere Lücke, die in Corona noch größer wird. Und ich glaube, deswegen sind wir leider in dieser Wahlperiode einfach nicht weitergekommen, um diese große soziale Frage zu lösen. Was kann man denn anders machen? Was sind die Kernforderungen aus Ihrem Wahlprogramm, um die Lage an den Wohnungsmärkten zu verbessern? Ja, ich glaube, die erste Kernforderung von uns ist ganz klar, da unterscheiden wir uns, denke ich, gar nicht von den anderen, dass wir sagen, wir brauchen mehr Neubau. Ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen auch die Neubauzahlen hochhalten. Hier braucht es auch mehr Investitionen, ganz klar. Wir sagen, es braucht hier mehr öffentliches Geld in den Investitionen. Da unterscheiden wir uns vielleicht dann von der Union, ja, weil wir einfach auch sehen, dass natürlich kommunale Unternehmen, genossenschaftliche Unternehmen im sozialen Wohnungsbau sehr engagiert sind. Und ja, das sind ja gerade die Segmente, die auch auf den Wohnungsmärkten fehlen. Und deswegen brauchen wir mehr bezahlbare Neubau. Da wollen wir auch eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einführen, um auch eine steuerliche Förderung gezielt für sozialen Wohnungsbau, für gemeinnützigen Wohnungsbau anzuregen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es mehr Maßnahmen, die Innenentwicklung ermöglichen. Ja, also alle kennen die Zahl, es sind 1,5 Millionen Wohneinheiten auf deutschen Dächern möglich. Ja, so das müssen wir hinbekommen, die Aufstockung. Und ich glaube, hier braucht es einfach auch baurechtliche Regeln und Möglichkeiten, hier mehr in der Innenentwicklung zu aktivieren. Denn ich glaube, das sind die zwei großen Bauherausforderungen, vor der wir beim Neubau stehen. Und da muss einfach mehr passieren. Sie fordern in Ihrem Programm eine Mietobergrenze. Nun ist ja der Mietendeckel hier in Berlin krachend gescheitert, zumindest aus formalen Gründen. Wie kann es sein, dass Sie trotzdem jetzt einen Anlauf unternehmen, um ein ähnlich klingendes oder vielleicht sogar gleichbedeutendes Instrument im Bund einführen zu wollen? Schockt Sie das Urteil des Verfassungsgerichts nicht? Wir haben es ja schon in Ihrer Frage formuliert, ähnlich klingend, ja, vielleicht auch ähnlich gemeint. Das ist natürlich weder ähnlich klingend, weil eine Obergrenze was anderes als ein Deckel ist, ja, und ein Mietenstopp ist auch was anderes als eine Obergrenze, ja, und wir Grünen haben in unser Programm klar den Begriff der Obergrenzen hineingeschrieben. Das heißt, dass wir eben diesen massiven Mietenanstieg, dass wir dem eine Grenze setzen wollen. Wir wollen also nicht die Mieten absenken. Ja? Wir wollen auch nicht alle Mieten gleich einfrieren, weil bis zur Obergrenze kann man natürlich weiter erhöhen. Aber diese Obergrenze muss eingezogen werden. Und deswegen kämpfen wir für diesen Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz, dass der wieder in der Rechtspraxis angewendet werden kann. Wir wollen die Mietpreisbremse weiter anschärfen, auch Ausnahmen rausnehmen, aber nicht die Ausnahme für den Neubau, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass der Neubau, dass es da noch einen zusätzlichen Anreiz gibt. Und wir wollen die Kappungsgrenze auch weiter absenken in diesen Gebieten, in denen die Mietpreise in den letzten Jahren durch die Decke gegangen sind, um auch den Bestand, sage ich mal, dort den Anstieg zu reduzieren. Und ja, es ist natürlich eine Regulierung, gar keine Frage eines Marktes. Aber ehrlich gesagt,
wir können nicht so schnell neu bauen. Eine Partei wird Maßnahmen finden, die so schnell Neubau produzieren, dass wir dadurch gleich sozusagen Markteffekte sehen, die zu einer Entlastung führen. Und wenn wir nicht regulieren, werden einfach die Mieten weiter steigen und dann kommt es zu dieser Segregation und der Polarisierung der Stadt. Und das wollen wir verhindern. Und wir wollen es auch nicht pauschal, also wir Grünen lehnen klar einen bundesweiten Mietendeckel ab, sondern wir wollen das regional differenziert, also in den wirklich angespannten Märkten, also in den Schwarmstädten, in den Metropolen, in denen die Mieten durch die Decke gegangen sind, da müssen solche Regelungen greifen. Und im Rest des Landes, sage ich mal, ist ja auch der Wohnungsmarkt nicht so angespannt, zum Teil ja sogar eher schrumpfend. Ja, da braucht es solche Regelungen nicht. Und deswegen haben wir ein sehr differenziertes Blick auf das Mietrecht. Wir wissen, dass es erklärungsbedürftig ist angesichts der ganzen aufgehitzten Debatten auch ums Mietrecht, die es gibt. Und ich finde, wir formulieren da eher, sage ich mal, ja, was mit Maß und Mitte als jetzt ein pauschales Instrument, das über alles geht. Aber wir glauben, Regulierung ist wichtig, genau wie Anreize. Sie kennen ja die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Kommt bei aller Abgrenzung zur Linkspartei, die Sie jetzt gerade ja sehr deutlich gemacht haben, was ich sehr interessant finde, kommt für Sie als Grüne als Ultima Ratio auch die Enteignung von Wohnungseigentum in Frage, um soziale Missstände zu beheben? Ist das für Sie eine Option für die Grünen oder sagen Sie nicht mit uns? Also es ist so, ja, diese Ultima Ratio, die kennt das Bundesrecht ja oder kennt das Grundgesetz ja heute schon, ja. Und wir wollen das Grundgesetz an dieser Stelle nicht ändern, weil wir glauben, dass ein Staat in einer extremsten Notlage, ja, diese Option braucht. So, wir haben sie jetzt in unser Programm nicht reingeschrieben. Sie war beantragt bei uns auf dem Parteitag und diejenigen, die es beantragt haben, haben diese Debatte klar verloren. Ich habe da auch die Gegenrede gehalten. Ich habe klar gesagt, dass es sowohl Vergesellschaftung wie Enteignung keine gute Idee in diesem Wahlkampf ist und wir die als Grüne nicht verfolgen sollten, weil wir ja viele andere Konzepte haben, die wir überhaupt erstmal umsetzen müssen. Ja? Und wenn dann die Wohnungsmärkte entspannt sind, dann muss man ja nicht zu diesem Ultima Ratio in dem Sinne greifen. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht in der Breite die Notsituation in Deutschland schon, dass man zu sowas kommen müsste. Okay, also kein Mietendeckel und keine Enteignung. Das sind ja noch zwei interessante Erkenntnisse aus unserem Gespräch. Vielleicht noch eine Frage, Herr Kühn. Die FDP fordert beim Erwerb von Wohneigentum einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 500.000 Euro. Und die CDU hat in ihrem, CDU-CSU haben in ihrem Programm jetzt auch einen Freibetrag gefordert. Würden Sie sagen, naja, typisch FDP, immer nur Steuersenkungen? Oder könnten Sie auch als Grüne, auch Ihre Partei hat ja viele Wählerinnen und Wähler, die durchaus Interesse haben, Wohneigentum zu erwerben, würden Sie sagen, dem kann man etwas abgewinnen, das ist eine interessante Idee? Ja, also ich meine, ich komme ja aus dem Land der Häuslebauer, ja, und ich bin da ganz froh, dass wir jetzt als Grüne auf Bundesebene auch ein eigenes Kapitel zum Thema Eigentumserwerb haben in unserem Wahlprogramm. Und da sind wir aber nicht so konkret wie die FDP und die CDU, weil wir halt auch mit dem Geld anderer Leute vielleicht nicht so freigebig sind, weil das ja nicht das Geld des Bundes, sondern das Geld der Länder, ja. Aber auch wir haben in unserem Programm drin eine Formulierung, wo es klar ist, dass wir den Ländern bei der Steuergestaltung mehr Freiraum geben möchten. Also ich sag mal, vielleicht der Erwerb der Erwerb einer Immobilie im Ersterwerb von unter 1 Million Euro wird steuerlich anders behandelt als jetzt, sage ich mal, der große Deal eines sozusagen spekulativen Unternehmens, ja, das 500 Wohneinheiten in einer mittelgroßen Stadt erwerben will, ja. Ich glaube, da muss man auch differenzieren und diese Differenzierung, die wollen wir ermöglichen, ja. Also ich sag mal, den Immobilienerwerb für den privaten Gebrauch, für den Selbstnutzer, den steuerlich anders zu fassen, zu bekommen, als jetzt, sage ich mal, den großen Handel mit Immobilien oder ich sage auch mal, dann, wenn einem eben eine Immobilie sehr teuer ist, dass man dort dann auch in den Steuersätzen die gestaffelt. Und so eine Staffelung würden wir gerne mit den Ländern besprechen. Ich glaube, das muss man dann, wenn man regiert, auch mit den Ländern intensiv besprechen und dann rechtlich ermöglichen, dass da einfach die Steuergestaltung verändert wird. Wir haben das übrigens auch im Programm drin, also von daher müsste es klappen nach der Wahlperiode, dass man da weiterkommt mit der ein oder anderen Konstellation.
Ich glaube aber, dass es ehrlich gesagt die Probleme nicht groß beheben wird. Chris Kühn, Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Bauen und Wohnen. Ganz herzlichen Dank, Herr Kühn. Wir wünschen Danke. Ihnen einen sportlichen Wahlkampf und vorher einen hoffentlich erholsamen Sommer. Ganz herzlichen Dank. Danke für das Interview. Alles Gute Ihnen. Ihnen auch. Wiederschauen. Tschüss.